Servus zusammen, es ist Mittwochabend, wir haben den 24. Juli, 17.28 Uhr. DAX klickert noch, aber das ist mir jetzt mal egal. Für euch ist nicht der DAX-Chart, sondern der von SAP. Also ich freue mich ja mal, wenn eine Firma bei dem gesamten wirtschaftlichen Umfeld mal gute Zahlen rausgibt. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, gestern der Tag, da verdankt der DAX alleine der SAP 92 Punkte. 1% in SAP sind so ungefähr 13 Punkte im DAX. Nur, dass man das mal im Hintergrund hat. Ich habe den Eindruck, der Markt wird nervöser, nervöser, nervöser. Zahlen, egal ob sie gut oder schlecht kommen, werden super belohnt oder super abgestraft. Und das hält so ein Markt nicht lange durch. Bei SAP war es jetzt gestern mal positiv, aber jetzt gucken wir mal hier die Deutsche Bank, weil da will ich nämlich auch was zu erklären. So, komm her, Deutsche Bank. Und zwar mache ich den jetzt mal hier rüber. Ne, ich lasse ihn erst nochmal da. Die Deutsche Bank verliert im Moment 8,63%. Rückstellung wegen Postbank. Mal einen längeren Chart gezeigt. Wenn die hier drunter gehen, unter die 14 und da schließen, dann habe ich kein Problem zu glauben, dass sie auch unter die 13 gehen. So, an dem Beispiel will ich jetzt mal zeigen, wie ich mir die Scheine aussuche, weil da gibt es anscheinend immer noch Verständnisschwierigkeiten. Ich habe jetzt mal den heutigen Tag rausgelassen. Das ist jetzt also der Chart der Deutschen Bank per gestern 17.30 Uhr. Sieht grundsätzlich in Ordnung aus. Ich bin noch positiv über die Stochastik. Das MACD ist in Ordnung. Und wir stehen kurz davor, dieses Zwischenhoch zu erobern. Das wäre jetzt für mich der typische Punkt, wo ich Schnüffelstücke kaufe. In Erwartung, dass wir hier drüber gehen. Die Position voll machen, das heißt komplett kaufen, würde ich erst machen, wenn wir hier drüber sind. Da. Oder wenn die Technik insgesamt deutlich tiefer wäre und von einem tieferen Niveau her steigen würde. So, jetzt habe ich die Wahl. Was nehme ich für einen Schein? Ich mache das dann so, ich nehme das letzte Verlaufstief, das ist hier, bei 14,91 und gehe davon so, naja, 10, 15 Cent runter mit der Basis. Also ich suche mir einen 14,80er Schein aus. So mache ich das. Ich könnte auch den nehmen. Das ist jetzt gleich Beispiel 2. So, und dann passiert jetzt heute sowas. Ich glaube nicht, dass ich schnell genug gewesen wäre, um das Ding hier irgendwie noch hier oben stoppen zu können. Also wäre es ein Totalverlust gewesen. Und zwar von dieser gesamten Strecke hier, vom K.O. von 14,80 hoch bis zur, sagen wir mal, ich habe zum Schlusskurs gekauft, 15,70. Würde ich fluchen. Aber hätte ich sowas hier gekauft, auch ein bisschen drunter, hätte ich diese ganze Strecke hier auch noch draufgelegt. Und das habe ich mir hier gespart. Deswegen bin ich ein Freund davon, dass man durchaus mal einen höheren Hebel nimmt oder den K.O. näher an den aktuellen Kurs legt. Das ist immer zum Verständnis. Ich hatte eine Sache in Pernod empfohlen und da haben die Leute dann die Aktien gemacht. Und wenn ich die Aktien hier habe, dann nehme ich die den ganzen Weg mit runter. Brauche ich auch nicht. Wir haben unheimlich nervöse Bewegungen. Nehmen wir heute mal die Tesla. Wo habe ich denn hier die Tesla? Das sind 11,15%. Ich habe jetzt gerade eben mit einem ausgetauscht. Es war ja so, dass man gedacht hat, irgendwie hätte Elon Musk gesagt, er zahlt dem Trump jeden Monat 45 Millionen Dollar. Und gestern hat er gesagt, das macht er gar nicht. Ja, also von dem Hintergrund weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt die Zahlen sind oder die Aussage, die er praktisch zurücknimmt und damit nicht so viel sponsert. Weil hätte er das gesponsert jeden Monat, das sind ja noch ein paar Monate, tja, da hätte er irgendwann mal so eine Art, sagen wir es mal, Bringschuld einfordern können. Also das ist, ich glaube wahrscheinlich, ist es eine Mischung aus beidem. Aber nochmal, die waren jetzt bei 275 vor, was sind denn das, 8 Tage? Und jetzt sind sie schon wieder um die 218 rum. Das ist das, was ich mit Nervosität meine. Ich will gar nicht von sowas sprechen wie zum Beispiel Vata. Also ich hoffe nicht, dass das ein Beispiel wird für andere Firmen. Ich finde es nicht in Ordnung, was da passiert. Sind sie im Moment 1,45. Ja? Die waren, glaube ich, mal 180. Ich habe jetzt den Chart nicht im Kopf. Aber die Art und Weise, wie das geht, da fallen mir auf Anhieb, sagen wir mal, 3 Werte ein aus dem MDAX. Die könnten das selbst auch schon mal durchrechnen. Wie machen wir das? Finde ich erschreckend, muss ich sagen. Gehen wir mal zum DAX. Was ich heute, also ich habe es eben nachgerechnet, ich habe jetzt da gar nicht so drauf geschaut, jetzt in den letzten, sagen wir mal, 5-6 Stunden. Der Spread Nasdaq gegen DAX war 2200 und der ist jetzt irgendwo was bei 850. Wie der Nasdaq hier absäufte, das ist also schon
Das ist Hanebüchen. Ja? Und ich gucke mir jetzt hier gerade sowas an. Da gibt es dann so Sachen wie, wo sind sie jetzt hier? Super Micro minus 6, Kering, Kering nicht, Alphabet minus 4, Nvidia minus 4, Meta minus 4. Und was ist das hier? Die Microsoft minus 3. Also gut, Nasdaq kriegt Schwierigkeiten. Achso, ganz noch mal zu den Zahlen. Da kommen nämlich noch Zahlen, auch Nasdaq betreffend. Nicht nur Deutschland. Bitte schaut da auf jeden Fall vor jedem Trade rein, ob die Aktie eurer Wahl nicht Zahlen veröffentlicht. Was nächste Woche ist, das Traton kommt jetzt irgendwann und Daimler kommt. Und also da gibt es einiges. Und was die Nasdaq betrifft, ist es am 30.07. Microsoft, am 31. Facebook, am 1.08. Apple und Amazon. Also schaut da auf jeden Fall drauf. Jetzt zum DAX mal hier. Wir sind wieder an der 20-Tage-Linie. Also wir sind hier völlig neutral. Wir sind über das MACD völlig neutral. Und über die Stochastik, die steht bei 45. Ja, von 0 auf 100 ist das auch die Mitte. Völlig neutral. Ich finde, er hält sich gut. Verglichen jetzt beispielsweise mit Nasdaq und allem. Ja, der macht es gar nicht so schlecht. Aber diese Nervosität, dass auf einmal eine SAP 7% steigt, Deutsche Bank 9% verliert, das hält kein Markt auf Dauer aus. Ich habe hier nur super, super kleine Positionen und würde ich in Urlaub gehen, wäre es mit Sicherheit kein Long, den ich mitnehmen würde. Ich wüsste beim besten Willen nicht, wo und welche Aktie momentan. Das wäre tendenziell eher ein Short. Damit würde ich mich wohler fühlen. Ich rechne nach wie vor damit, dass wir dieses Hoch hier nicht wirklich rausnehmen, beziehungsweise kein neues All-Time-High machen. Ich befürchte nach wie vor, dass wir die 17.960 oder 50, dass wir die rausnehmen und dann eine Etage tiefer gehen. Richtung 200-Tage-Linie, die ist hier unten, bei 17.300. Ich kann den Markt nicht long gehen. Ich kann das nicht machen. Ja, auch wenn jetzt morgen mal die Nasdaq dann vielleicht 2-3% steigt, mag sein, kann ja sein. Aber ich kann den Markt nicht long gehen. Was mir auch missfällt, das ist das hier. Das ist der Monat. Der zappelt jetzt hier so rum. Es ist noch kein Verkaufssignal, will ich ganz klar sagen. Ja. Aber irgendwie überwiegt die Unsicherheit. Und das ist nie gut für eine Börse. Was habe ich denn hier? Die Scheine. Jetzt muss ich mal schauen. So, die Scheine sind die gleichen. Hier sind sie. Ich habe die von einer Viertelstunde oder sowas habe ich die ausgesucht. Der Hebel mag sich leicht geändert haben, aber letztendlich nicht besonders viel. Also ich bleibe hier super kritisch. Nervosität in dieser Art und Weise gipfelt meistens in einer größeren Bewegung und im Moment fehlt mir der Glaube, dass die nach oben gehen soll. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.